So, YouTube, jetzt geht's weiter hier mit den Vorspielern, mit dem Jules und dem Dan. Und ja, wir spielen wieder weiter an Epic. Ja, wir werden, ich glaube, jetzt werden wir mal probieren, also ab jetzt werden wir versuchen, das anders zu rendern, damit es nicht mehr so ruckelt. Ne? Das ist ja totale Scheiße. Ja, wir haben irgendwie sehr viele Videos aufgenommen, hochgeladen und auf einmal ruckelt jedes Video, bis auf 2 oder so. Ja. Obwohl das alles dieselbe Render-Methode war. Ja, das ist total seltsam. Und ja, wir wissen auch nicht genau, woran es liegt. Ja, diese Codex-Sache ist ja eh eine Wissenschaft für sich auch. Ja. So, jetzt habe ich gerade mal hier so einen Goblin abgeschossen, was das war. Ja, jetzt müssen wir mal gucken hier, weil wir haben die Mine ja noch nicht erkundet, ne? Wow! Der hat mich gerade weggesnackt. Hast du gehört? Nein, du bist vergiftet. Ah, bin ich gar nicht. Ey. Doch. Mal, jetzt gebe ich dem hier. Ja. Ja, also wie gesagt, wir haben die Mine erkundet, das war gut. Und ich möchte aber mit dem Speer kämpfen. Mit dem Speer? Ja. Hast du noch nie ausprobiert? Doch. Klar. Ist ziemlich impulsiv heute, ne? Ja, ich bin halt Spearly Dan. Ah, cool, jetzt haben wir den Rahmen freigeschaltet. Da oben waren wir schon drin. Da schläft noch ein Plane. Ja. Also dieses Lampen anzünden, das hilft echt weiter. Ah, schön. Nach unten können wir hier. Oh oh. Ui. Ah. Oh nein, da unten. Oh je. Oh oh. Oh oh, wo ist die Null? Wo ist die Null? Ah, schade. Ich wollte jetzt gerade einen Heiltrank nehmen. Kannst du eigentlich durch die durchstechen, als dass du 2 auf einmal triffst? Nee, oder? Ich hab's jetzt ehrlich gesagt, ich war jetzt so in Panik. Ja, du musst jetzt die Null finden, hast du nicht gefunden. Wie kann man denn hier nicht mehr? Ja, einfach. Ui. Ja, du musst festhalten an diesen Seilen. Wie denn? Hey! Ja. Hey! Oh. Oh. Mein Gott, ey, nervt mich nicht so. Ah, oh, das hat er gewusst, ey. Dann nimm doch mal eine Kampfwaffe. Nee, guck mal, wie ich ihn gebe. Ist doch schon wieder tot. Bin ich gar nicht, ey. Du hast ein Viertel Leben. Das reicht doch auch. Und es geht sehr schnell runter. Wie er das genommen hat, weißt du, so als ob der Trank vergiftet war. Ja. Gut, aber jetzt bin ich wieder oben, das ist eine gute Sache. Und wie kann ich mich hier festhalten? Mit der Aktionstaste, was war denn das nochmal für einen? Hey. Ah, ja. Hier wahrscheinlich. Nee. Oder mit hochdrücken. Ja, hochdrücken war es. Sehr gut. Weil ich wollte ja wieder, hier war ich eben, ne? Ja, aber jetzt nicht wieder da hochgehen, bitte. Nee, hier war ich noch nicht, hier hab ich... Doch, hier warst du eben. Ja? Ja. Habe ich eben noch die Lampe... Ach, wenn ich hier hochgehe, genau. Na gut, wir haben ja genug Pfeile. Das ist mit dem Zimmer den nur 39 ab. Und wir sind auf der sicheren Seite. Ja. Ja, hier diese ganzen Ingredienzien, die brauchen wir ja. Ingredienzien. Für Heiltränke und sowas und Stuff. Hab ich doch eben schon gemacht. Ach, weil ich gestorben bin, war es zurückgesetzt. Ja. Ja, ich meine... Vielleicht mal eine Brandbombe rein. Was? Ach, sowas gibt es noch nicht in dem Spiel, oder? Nee. Schade. Also jetzt sehe ich hier ohne auch nichts. Also... Na gut, fällt halt jetzt durch, gell? Jetzt könntest du schön backsteppen. Jawohl. Bam, bam. Oh! Ups. Ein epic Gegenstand. Ja. Den ich mir jetzt gleich natürlich in die Hand nehme, aber jetzt muss ich erstmal hier diesen Typ mit dem Besen töten. Oh, schon wieder ein Waldhüter. Oh, da war, hast du gesehen, da waren 60 Essenzen drin, ja? 60? 16. Ah. Also das ist dann, damit kann man dann jetzt nochmal richtig schön an den Heiltränken arbeiten. So, jetzt gucken wir aber erstmal ins Inventar. Was kann das denn? Kurzschwert des Waldhüters. Kritische Treffer, 2%. Ja gut, ist ja besser als unseres, ne? Ja. Dann machen wir mal Schnelltaste. Die 1. 1. Und dann können wir das andere dann verkaufen. Könnte eigentlich auch wirklich so unser Hauptutensil jetzt werden. Das Schwert hier? Ja, es hat am meisten Schaden, teilt das aus, theoretisch. Also für organische Gegner halt. Oh! Für die hier. Wow. Oh! Oh, hast du gesehen? Das war schon... Ach, die können auch die Heilung aufsammeln? Das ist ja fies. Das ist richtig gesehen. Level up. Yeah. Level up. Okay, dann gehe ich mal hier ins Menü. Rezepte, Charakter wahrscheinlich. Alter, würde ich sagen, Schwerter haben wir jetzt auch nur auf 9%. Wir müssen uns halt schon ein bisschen spezialisieren, ne? Du hast jetzt 5 Punkte frei, kannst du eigentlich wieder... Ich denke mal, ich muss jetzt 2 ausgeben, um Stangenwaffen zum Beispiel zu machen. Hier, pass auf, dann gehen wir einmal auf Schwerter. Nee, muss ich nicht. Und, Konstitution der Rüstung auf jeden Fall. So. Und Stangenwaffen? Vielleicht Fernkampf noch, ne? Bögen.
Ach, den haben wir jetzt eh schon plus 8 wegen unserer, wegen unserem Outfit. Aber ich denke mal, wir werden doch eh eher dann was anderes nehmen, ne? Ja, dass du halt Nahkampf- und Fernkampfwaffe hast, vielleicht am besten. Ja, dann können wir auch eine Stangenwaffe nehmen, aber Bögen schon besser als das. Ja. Haben wir 15% Schaden, also plus 15 Schaden und 9% Crit. Und einen Punkt habe ich noch. Kannst du nochmal einen Trinke, Bogen was stecken? Bringt das? Ja, dann sind die vielleicht effektiver. Mal so ein Tooltip wäre immer ganz schön, ne? Kann man nicht nochmal zurückgehen, dann, wenn man du alles kannst diese Fertigkeit nicht erhöhen. Magierrobe. Nee, Magier sind wir nicht. Nee, nee. Ja, manchmal Tränke, ja. Vielleicht können wir dann auch bessere machen. Das kann sein, dass wir. Ja. Erfolg Licht ist leer. Okay. Gut, so, jetzt erstmal wieder orientieren hier. Ach, ich muss was machen. Bisschen Licht machen, ist ja gar nichts. Ja. Kann sein, dass der aussieht wie ein Maulwurf. Ich weiß nicht, ich habe so viel Angst vor dem, dass ich erstmal gar nicht so gucke, sondern nur erstmal töte. Nee, das ich sehe halt nichts, weil es so dunkel ist. Das ist doch geil. Ist das jetzt hier ein Loch? Ja, kannst ja runterdrücken, dann kannst du auch so runter. Ah, nee, ist kein Loch. Leuchten. Das ist was Neues, Mann. Bogenzogen. Also. Bogen ist schon eine feine Sache, ne? Die Mannstoppwirkung. Ja. In dem Bereich sieht man gar nichts. Ja, also ja. Hier kann alles passieren. Ach so, super. Wenn du F3 drückst, dann zeigt er dir alle Tränke an. Ist ja toll. Ja. Hast aber jetzt nicht alle angezündet da. Nee, ich wollte jetzt mal halt hier jemanden drüben mal gucken. Ist da oben noch was? Nee. Nee, halt hier runter geht's jetzt, ne? Das da oben ist ein Fleck auf dem Bildschirm. Sah aus wie eine Lampe. Ja. Ja, also wenn man den Rhythmus so hat, dann können die nicht mehr so viel tun, aber man muss das machen. Das Problem ist ja, wenn man hier runterspringt, dann kann man natürlich direkt ins Gesicht von so einer Schlange springen, ne? Ja, das hat man schon öfters. Ja, ich meine, die machen mir nichts. Also. Hier ist ein Hammer, der ist ziemlich schlecht. Was? Der ist im ziemlich schlechten Zustand. Wahrscheinlich wurde er von einem Schmied benutzt. Hammer. Und jetzt? Ja, das ist super Information. Ja, gut, dann muss ich ist er bei der Schatzkiste oder was? Ja, wenn ich genau, wenn ich die anklicke, kommen dann die Informationen. Jetzt will ich gerade mal schauen, ob das auf der Karte. Nee, ist nicht auf der Karte hinterlegt. Da würde ich sagen, machen wir hier mal einen Eintrag hin. Hammer des Schmiedes. Hammer der Schmieds. Habe ich der geschrieben? Ja. Bist du sicher? Ja. Na, check in. Oh ja, ich wollte das schreiben. Ach, geht nicht. Du und deine Akkuratität. Ja, und gucken ganz viele Leute zu. Das ist überhaupt doch peinlich. Nicht. Ich guck nur zu. Ich bin der Einzige. Ich hab von allen möglichen PCs. Mein anderes ich. Ja. Ja. Aber wir haben hier noch nicht alle Lampen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Das ist sehr seltsam. Ja. Mir deucht, hier liegt etwas im Argen. Aber wir haben 100 Gold. Jubiläum. Ja. Gut, pass auf, jetzt muss ich einfach mal die Karte gucken. Jetzt mal, ja gut, über uns ist noch ein Raum und dann ja, links, ist, links ist dieser Fallraum. Ja. Hier geht es auch nach links weiter. Ja. Jo. Oje. Das Vieh. Die lasse ich mich gar nicht mehr ein. Das sind so wirklich bisher so die gefährlichsten Gegner, obwohl die schon direkt als am Anfang kommen, ne? Das sind genau wie die Blutfliegen bei Gothic. Ja. Halt wegen Gift, das ist hier schon. Also ich mag das ja, wenn das Gift was bringt. In den meisten Games oder vielen Games, ah ja guck mal bei Skyrim zum Beispiel, ah ja gut, die vergiften dich schön. Ja. Ja. Dann warte, bis es Gift fertig ist. Und dann nimmst du noch nicht mal einen Heiltrank, weil du heilst dich ja auch selbst ein bisschen, ja? Das mag ich eh nicht, dass man sich selbst heilt. Keine Ahnung, was mag ich in dem Spiel. Oh, was ist denn jetzt los? Wow. Achievement freigeschaltet. Jo. Aber was machen wir jetzt gegen die? Weiß es nicht. Brandbombe. Ja, das wäre gut, ne? Ja, Napalm. Und ich zähle den auch so wenig ab, vielleicht versuch ich es mal mit einer anderen Waffe.
Vielleicht die Keule. Ja. Ach, guck mal, das ist der Typ. Was für ein Typ? Der, da war dieser kleine Java. Ach ja. Was auch immer der hier gemacht hat. Also das sind natürlich jetzt gute Erfahrungspunkte, ja. Das ist gut, dass die stehen bleiben bei jedem Schlag. Ja gut, das ist ja die Ability, ne? Was ist denn Halos, ey? Na. Wo ist er hin? Die haben Aufträge für uns. Ja. Das war lustig, gell? Ja, wegen Warcraft, World of Warcraft. Ja. Und allen anderen MMO-Spielen. Damit hat es jetzt nicht. Vor allem, warum bewegen die sich nicht? Ja. Sie ergeben sich ihr Schicksal. Keine Pfeile mehr. Nicht, dass es hier unendlich Viecher kommen und ich bin versuche hier die zu bekämpfen. Out of. Aber ja, es sind schon weniger, ne? Ja, ja. Wandert jetzt halt. Ja. Da unten ist auch eine Blubberblase. Ja. Da möchte jemand mit dir kommunizieren. Und ich kann hier hochspringen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Hier kann ich nur was anzünden. Ah, gut. Schön. Unten kommt man gar nicht hin, oder was? Nee, jetzt von hier aus nicht. Beziehungsweise was ist hier? Ach, guck mal. Deko. Da. Ah, ups. Jetzt fangen die schon an, die Lampen zu verstecken hier. Oh oh. Warte mal. Kannst du am Springen schießen und schlagen? Oh. Ja, nee, das wird nichts. Du willst vielleicht doch eher das Schwert nehmen. Toll. Mit mir nicht, du blöde Schlange. Ja, gut, ja, hat sich vergiftet. Ne? Hat's gar nicht. Die blauen Zahlen da. Blaue Zahlen. Wie geht das? Na gut, jetzt wieder auf 1. Ja, das ist cool, dass es so auch abnimmt, ne? Ja. Das sind halt kleine Details, aber die machen das natürlich auch wieder aus. So. Gut, also ohne geht's jetzt nicht weiter. Ich will jetzt immer nur leben. Geh mal zurück. Echt übel. Ich meine, ich kann jetzt eine Etage höher gehen. Oder eine Etage tiefer. Kann ich hier so. Ja. Oh, fuck. Ah. Fuck. Genatzt. Jetzt nehmen wir nur. Und dann springen wir mal hier rüber. Ah. Yeah. Ja, ja. Hat gut geklappt. Genau da wollte ich. Ja. So. Hä? Achso, da. Nein. Wo bin ich? Ach hier. Ja, die springen, das ist nicht so gut. Es ist immer. Es ist, oh je. Oh, ah! Warum sehen die dich denn sofort? Weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich eine Lampe dabei habe. Das ist ein bisschen Donkey Kong-mäßig, weiß nicht. Ja. Wie ich jetzt von denen weglaufen muss. Ja, wo bin ich denn? War man nicht hier schon? Nö. Die haben alle Schwerter und da ist ein Schamane dabei, den haben. Eben das waren, die hatten so Knüppel dabei. Ne, ich meine bei der letzten Session, das sieht irgendwie als gleich aus. Ah, jetzt oh, gib den doch mal. Fuck. Ich wollte mal das Messer ausprobieren von hinten, aber jetzt sind es zwei. Ja, nee, das wird nichts. Da brauchst du das Schwert. Ja. Nice. Wow. Ja, ich habe im ersten Hit gelandet. First Bar. Yeah. Sehr gut. Das ist aber auch so ein Standard-Monster-Tropik-Geräusch. Oh. Ja, guter. Ah, ein Schluck. Das ist halt deine Unfähigkeit, den nicht zu treffen. Ich hab ihn doch getroffen. Ja, nee, du standst dann irgendwie. Wow. Anscheinend ist es tot, gell? Der hat sich wegteleportiert oder irgendwas. Quatsch. Doch, der ist doch weg, ist er. Jetzt ist er tot. Nee, der Schamane, der da noch war. Das war ja, das war ja nur der Trugi. Ach so, so ein Teil stand eben im Raum noch, wo wir uns gewundert haben, dass der nicht... Was für ein Teil? Hier unten so eine Feuersäule. Wo wir uns gewundert haben, dass wir den Raum nicht geklärt haben. Ja, wo stand die denn? Die stand links oben in der Ecke. Und ich dachte, das wäre so ein leerer Buchständer, weißt du? Oh. War es aber nicht. Da kommen wir jetzt auch wieder nicht. Doch, guck mal da oben, da können wir lang springen. Ja, mach mal. Ja, aber erst ziemlich hier unten an und das ist noch eine Truhe. Yeah. Ja, eine geringe Heilung. Yeah. Aber jetzt muss ich gerade mal ausprobieren. Ich kann nicht, ach nee, ich brauche so ein Feuer, um das herzustellen. 7 Stück können wir schon machen. Mhm. Also 7 Heiltränke der geringen Heilung.
Mal gucken, ob das jetzt hier so... Boah! Also springen kann man das ja nicht nennen, ne? Das war eher so ein Sliden. Überband. Was will der jetzt? Ah, groß und stark! Du bist ein guter Kandidat! Warte. Den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Das sage ich doch. Ja. Ja, mach weiter. Das haben wir ja schon vertont. Ja, der möchte, dass wir jetzt hier seine, dass wir Weibchen schwängern. Ja. Horka. Ha, ah. Was ist hier? Horka. Ah. Horka. Jo. Gut, alles klar. Das können wir dann abkürzen. Und, ja. Ich würde sagen, wie das abläuft, sehen wir dann in der nächsten Episode. Oder wollen wir erstmal reingehen? Ich weiß nicht, das ist jetzt ziemlich hart. Aber, ja. Wir haben letztes Mal voll versagt. Nee, das letzte Mal, ich glaube, da hat man das letzte Mal aufgehört, ne? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich habe jetzt gerade die letzte Lampe gefunden, guck mal. Ui! Hat's gemacht. Ja gut, dann gehe ich jetzt hier hoch. Ups, ups. Ja. Zu früh hochgegangen. Hier ist noch schön die Länge. Na klar. Muss ja auch ein bisschen Show bieten. So, und was uns hinter der Tür erwartet, sehen wir dann im nächsten Teil. Wir sind die Vorspieler, ich bin der Jules. Ich bin der Jules. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.